So, und wieder mal eine kleine Wanderung mit Achim. Mit dem Sohn. Ja, mit dem Sohn. Heute in Ibbenbüren. Start ist ganz interessant hier. Schon mitten im Wald hier. Frei. Ja. Außentemperatur 3 Grad. 3 Grad. Es geht aber auch noch ohne Handschuhe. Ja. Wollen wir mal sehen, was der Tau bringt. Was ist denn da oben? Ja. Für eine Hütte. Toilette. Ja. Ja, das ist mal überraschend. Aber ich bin verletzt. Es sieht überfüllt aus. Ich glaube, mein linker Fuß habe ich gestern schon gemerkt. Ey. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie, als wenn ich umgeknickt wäre, so fühlt sich das so ein bisschen anders. Ne? Ah, im Augenblick geht's noch. So, Hauptsache, wir verirren uns nicht schon nach den ersten 100 Metern. So, jetzt rechts. In den letzten Tagen war es, glaube ich, trocken, ne? Also das heißt, ja, alles. Heute ja, nur noch relativ saubere Schuhe, denke ich. So, was ist das hier? Das ist, da können wir hinterher noch mal ein Käffchen trinken oder was? Und hier gibt es einen Campingplatz. Ich weiß, habe ich Ihre Karte gesehen. Ach so. Wo sind die Klippen? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe, die Leute gehen alle nur zu den Klippen machen und keine große Runde wie wir. Die gehen wahrscheinlich nur Mittagessen hier machen. Gasthof. Mit Rucksack, oder? Oh ja, du hast recht. Die haben ja Mittagessen dabei. War es zu kalt? Ja, ich bin empfindlich. Ich bin empfindlich. Hier links ist. Ja. Ach guck mal. Da sind sie. Ja, ein paar Steinchen. Ja, Naturschutzgebiet. Keine Ahnung. So, also ein bisschen rechts halten. Das fotografieren wir noch. Das kann es noch nicht sein. So, da müssen wir auch in den Kletterweg hocken. Kletterweg hockendes Weib. Das gehört ja. Die eigentlich zu der Tour. Das ist ein ausgebauter Wanderweg hockendes Weib. Aber wir nehmen den Kletterweg, ne? Wir müssen unseren Zuschauern ja was bieten hier. Ay, ay, ay.
ist das ja nicht. Warte ab, Arne. Ein steiler Weg ist das. Warte ab. Ich denke, das ist vielleicht gleich so ein bisschen wie in Tschechien beim Gisera, wo die Steine alle hochkommen muss. Ich weiß nicht, wie das da ist. Ich weiß, meine Mutter wird hier, glaube ich, nicht hochkommen. Was? Meine Mutter. Ist das so? Warte mal. Meter so hoch. Wie ging das? 1,5 Kilometer so hoch. Ja, du ist ja. So hohe Berge haben wir hier nicht. 1,5 Kilometer Höhe. Keine Ahnung, du bist doch der Navigator. Schön hier, richtig gut. Moin. Was sagst du? Ja, wahrscheinlich geht's da nicht runter. Damit geht der Bahn, geht's ja auf jeden Fall nicht weiter. Da hinten. Bitte? Da hinten. Da hinten wo? Da hoch, oder nicht? Ja, aber mit vieler Wagen stehen. Nee, das ist. Ich kann so ein. Gucken hier. Wollte nur noch mal sehen, was hier ist. Ja, machen wir. Hier hoch? Alter! Da vorne geht's besser, da müssen wir hoch. Alter, wie soll ich hier hochklettern mit dem Dingens? Das ist eine Halle. Ja, also du kommst nah. Das geht, das ist nur dieses Stück hier. Aha. Ja, siehst du noch. Schon danach geht es leichter. Gut. Geh mal los, Kollege. Hä? Mister, ich
Aber es lohnt. Das lohnt auch Berge machen. Ach so, okay. Wenn ich hier auf was wackeln. Alter. Alter, hier, dann guck mal. Ja. Was ist das denn hier? Wird die denn hier reingeschlitzt, ey? Wie die Schlange hier reingeschlitzt hat. Hier geht's runter. Ja, komm, meine Handschuhe. Sind mir doch zu kalt hier. Was willst du? Meine Handschuhe hinten auf dem Rucksack. Ach so. Große Tasche. Hier, halt fest hier. Warte, warte. Komm, komm, komm. Wo sind die? Eine kleine oder eine große? So, die Schnur. Irgendwie was? Das Seil, die hätten das Seil mitnehmen. Ja, das ist wohl so. Schön hier, ne? Das ist schön hier. Sehr gut. Das hat immer wieder Spaß gemacht mit kleinen Hügelchen. Luis. Stunde Ibri Kitty. Welcher? Reinhold Messner, ne? Ja. Juhu, ich bin der Herrscher der Welt. Warte, warte mal gerade. Wo wir gerade dabei sind, muss ich doch für meine Freunde in meinem Familien-Channel, muss ich da auch mal so einen kleinen Rundumblick machen. Was denen entgeht. Kannst du von mir auch noch ein Foto machen? Ja, machen wir auch gleich, okay. Wo wir schon mal dabei sind. Ne? Von da vorne. So, hier sind wir. Ich bin der Herrscher der Welt. Wir sind hier schon ziemlich schön klettern, Kinders. Kevin, Dani, ihr lasst euch richtig was entgehen. Ich hätte euch ja heute gerne mitgenommen, aber ihr wärt hier wahrscheinlich gar nicht hochgekommen. Denke ich, ne? Ich nehme das alles auf Video auf, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken. Ne? So, bis dann. So, Sekunde. Das sind immer erst diese ganzen Teile. Ich will von Aachen noch ein Foto machen. Ja, von der Runde. Alter, du hast wohl, ja, dann geh mal runter. Ja, geh mal runter. Oben. Ja, geh mal runter. Was? Dahin. Ja. Natürlich kommen wir da hin und dann? Das muss ja von unten da oben sein. Ach so. Und das von der Perspektive. Ja, unser Fotograf. Ja, du, das ist doch noch eine Alternative für dich, oder? Ja, warte. Warte. So. Willst du so? Na, besser dann so, oder? Nee, mach ruhig. Ja. Oder beide. Ja, machen wir beide. Scheiße. Ich komm nicht weiter zurück, kommt. Ah, nee, bleib mal. Schau mal. Ja, hab ich. So, können wir jetzt weiter? Ja. Immer die Berge. Ist ja richtig. Komm, mein Schätzchen muss ich jetzt mal wiederholen. So, wo geht's runter? Weiß ich auch noch nicht. Hier links, hier sieht's nicht schlechter. Hier unten könnte man. Hier könnte man versuchen. Hier kannst du vor durchgehen. Hauptsache. Ja, geht schon. Krieg ich hin. Wird langsam Profi hier. Als Kameramann. Das wäre dann auch nochmal so ein. Wie heißt das?
Ja, super. Schön hier. Und? Ja. Und? Weiter? Wahrscheinlich leicht abgekommen vom Weg, oder was? Nö. Ja, los, komm. Geht weiter, ja. Hallo. Leuten jetzt mal ein bisschen was zu bieten hier. Ja, links, rechts, keine Ahnung, was ist. Tschüss Achim, falls wir uns nicht mehr sehen, ne? Ich komme schon vor wie so eine Gazelle hier. Meine Güte. Geile Sache. Super. Alter, sieht cool aus hier. Ja, du bist ja den Oma-Weg gegangen. Den Oma-Weg. Da war aber schön, schönes Foto. Schönes Foto, ja, die musst du mir nachher noch schicken. Gelbe Klippen. Gelbe Klippen. Hier sind auch. Das ist auch ein bisschen gelb, da hat einer hinuriniert, glaube ich. Na, ist das hier so für Amateurkletterer, ist das ja eher hier. Hier ist nichts Besonderes. Hallo, Mahlzeit. Was hast du? Aber kalt, ja. Kalt. Kalt, es ist nicht nur nicht immer Schnee hier. Okay. Immer den Fall nach, weißt du doch. Genau. Oh, hier ist mal wieder Lebensgefahr. Ja, natürlich. Grundstück nicht betreten. Felsenabsturz gefährdet. Links rum oder? Ja, weiß ich nicht. Tja. Ja, hoch. Hier hoch oder was? Ja, hoch. Sind das diese Metalldinger, die den Weg beschreiben oder was? Nö. Die siehst du überall hier. Keine Ahnung. Ich sehe nur auf meiner Karte hier. Da müssen wir hoch und wir nehmen auch erst den. Du bist der Navigator. Ja, da. Ja, dann. Den. Attacke hier.
Das geht aber da, ja. Guck, der Weg, da ist der Weg. Ja. Hey. So kann er sagen, wir würden uns nicht bewegen hier. Oh, ich brenne hier. Hier riecht Feuer. Ich mach da ein offenes Feuer. So, was haben wir hier? Eine Hütte. Drei Kreisabschuhe. Alles möglich. Hallo. Sieht aus, als wenn das anstrengend wäre. Jungs, alles geben. Ja, über alles geben sind wir schon hinweg. Oh, gefällt mir. Richtig schön. Hammer. Alter, die Almhütte. Groß, ne? Nicht klein, die Almhütte. Ja, ich merke schon wieder hier, Mr. Google, ne? Du machst schon wieder Google-Fotos. Ja. Alter, ja, ja, ich auch. Muss ich mal gerade absetzen. Maschinchen. Was sagst du? Und den Weg sind wir ja schon mit dem Fahrrad gefahren, Anja und ich. Wo es dann, da geht es ja hinterher sehr steil hoch nach Tecklenburg. Ne? Da bleibst du ja auch relativ lange unten. Hier. Erstmal wieder bei Google Maps geschleimt. Nee, ich habe nicht geschleimt. Ich hab die Fotos auch noch nicht hochgeladen. Das muss ich wohl später machen. Kam auch nicht. Was kam nicht? Bei Google Maps war auch nichts. Nee, war noch nichts. Aber den Ort gibt's hier. Der ist schon eingezeichnet. Am Hütte habe ich gesehen. Ja. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Schlecht einfach. Ja. Da, das ist hier aber kein schlechter Ort, muss ich sagen. Ein bisschen belebt. Ja, ja, das ist ja, weil er halt so ein bisschen was bietet hier, ne? Für alle was. Und jetzt das trockene Wetter. Ja. Hast du gesagt, wir kommen später? Wo kommen wir später? Von hier? Nee, habe ich noch nicht. Ja, muss ich. So, ja. Jetzt probierst du auch zwei Unicorner hier raus. Na, ist ja gut. So ein bisschen was zu klettern wieder. Alles spitze. Hä? Hier geht's ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Ja. Machen wir wieder ein bisschen aus hier.
Warte,